Tag, so drückt der Schuh. Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch. Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem Interview. Wir sind immer noch in der Zeit, wo wir uns mit den psychologischen Aspekten des Gehens und Barfußgehens ja beschäftigen. Und haben dazu heute einen neuen spannenden Interviewpartner. Und wenn ich sage wir, heißt das wie immer, ich begrüße zunächst die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo Alex. Ja, und unser Interviewpartner, auf den bin ich eigentlich gestoßen bei meinen Recherchen für das heutige Thema. Unser Grundthema heute ist das Thema Waldbaden. Und deswegen begrüße ich heute den Yannis Stenzel. 28 Jahre ist er jung, frisch gebackener Bachelor of Arts in Sportwissenschaften, angehender Physiotherapeut, und seine Bachelorarbeit hat er über das Thema Waldbaden geschrieben und jetzt ganz frisch eine Firma gegründet, zusammen mit einem Partner, beziehungsweise mittlerweile drei Partnern und Partnerinnen, die Waldbaden online und als Podcast anbieten. Und darüber wollen wir uns jetzt natürlich mit ihm unterhalten. Hallo Yannis. Hallo. Ja, schön, euch zu sehen. Willkommen. Und zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt quasi einmal so ganz grob vorgestellt. Waldbaden online. Das musst du mal am besten einfach unseren Hörern erklären, wie das funktionieren soll. Mhm. Klang für mich am Anfang auch sehr paradox, weil das Waldbaden ja eigentlich ein Ansatz ist, der Menschen weg vom Bildschirm und weg von der Informationsverarbeitung sozusagen bringt, also raus aus dem Kopf und mehr rein in den Körper und rein in das Spüren. Und die Idee war dann aber geboren, als der Lockdown kam. Also wir haben tatsächlich im letzten Jahr schon physische Angebote in Köln umgesetzt. Das heißt, wir haben ganze Gruppen durch den Wald geleitet. In so 3-Stunden-Formaten war das immer, so geführte Waldbadenprogramme. Und naja, dann kam der Lockdown und dann haben wir unseren Plan mit der Firma, mit Gruppen zu arbeiten, haben wir erstmal ad acta gelegt, weil es momentan einfach nicht möglich ist, und haben dann lange überlegt, springen wir auf den Online-Markt sozusagen auf, und haben dann über Thinkific, das ist so eine kleine Lernplattform, worüber man quasi von überall aus auf gewisses Material oder auf Einladungen in dem Fall zugreifen kann, haben wir angefangen, uns mehr mit der Plattform zu beschäftigen und haben gemerkt, dass wir es tatsächlich schaffen, auch online Menschen zu betreuen. Das heißt, Menschen mit Impulsen rund um das Thema Naturerfahrung und Waldbaden zu versorgen. Mhm. Dann war sozusagen aus der Schnapsidee am Anfang dann auch, wir haben viel rumprobiert und haben viel hin und her geschoben, wie funktioniert das für uns, und haben dann ein paar Lösungen gefunden, die Menschen dann doch recht schnell in die Natur bringt und weg vom Bildschirm. Das ist nach wie vor die Idee, dass es nicht darum geht, noch länger vom Smartphone zu hängen und noch länger vom PC, sondern schnell in die Naturerfahrung reinzukommen. Das ist die Idee. Super. Gute Umsetzung vor allem, ne? Aus der Krise zu sagen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen umlenken, und zack, ist eine neue Idee geboren. Also finde ich echt faszinierend. Ja. Da öffnen sich echt momentan bei vielen Firmen echt viele Türen, ne? Ja, also und die Idee, dann auch einen Austausch zu schaffen. Also für uns gehört zum Waldbaden nicht nur das sinnliche Erleben in der Natur dazu, sondern auch der Austausch untereinander. Also das heißt, wir haben das Waldbad immer so aufgebaut, dass wir nach jeder sinnlichen Einladung wieder in ein Council, so nennt man das auch in der Wildnispädagogik, dass wir am Ende in so einen einen Erfahrungsaustausch gegangen sind. Das heißt, dass wir Menschen nach einer sinnlichen Einladung, die wir gegeben haben, gefragt haben in einem Zirkel quasi, wie war das für dich? Und Menschen aus dem gegenwärtigen Moment berichten zu lassen, weil das oftmals ein Phänomen ist, was uns Menschen sehr schwer fällt, weil wir sind viel in der Vergangenheit, wir sind aber auch gleichzeitig viel in der Zukunft unterwegs, und wir vergessen das Berichten aus der eigenen Erfahrung aus dem gegenwärtigen Moment. Und das versuchen wir dann auch über Zoom-Calls am Ende von einer Woche, wenn wir eine Waldbaden-Einladung gegeben haben, versuchen wir Menschen dann in so einem virtuellen Council zusammenzubringen und so ein
wir nennen das bei uns grüne Gesprächszone, dass wir quasi in der grünen Gesprächszone ein Gesprächsklima schaffen, wo Menschen aus ihrer Erfahrung, die sie im Wald hatten, berichten können. Toll. Das passt ja gut zusammen mit, also eure Firma heißt ja Im grünen Bereich, der Podcast reingehört im grünen Bereich, darf man ja ruhig mal so erwähnen. Ja. Ne? Ja. Ich habe, glaube ich, mit meiner ersten Fragestellung leider ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, denn ich denke, der ein oder andere, der uns zuhört, hat überhaupt keine Ahnung, was ist Waldbaden? Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Was ist das? Ich glaube, du als derjenige, der darüber eine Bachelorarbeit geschrieben hat, bist wahrscheinlich so ziemlich der absolute Fachmann, den wir jetzt dafür haben können, um unseren Hörern mal zu erklären, was ist Waldbaden, was macht Waldbaden, was bringt Waldbaden und wie geht Waldbaden? Also ich habe dazu direkt eine witzige kleine Story oder einen kleinen Einstieg. Ich habe mit meiner Nachbarin geschrieben, ich gehe am Wochenende Waldbaden, und dann meinte sie, das ist aber kalt. Und viele assoziieren damit auch, weil sie das nicht kennen, assoziieren damit irgendwie ein Eisbaden, was ja momentan auch irgendwo in aller Munde ist. Das heißt, viele hüpfen gerade auch in der Kälte in den See. Das hat aber nichts mit einem Eisbad oder mit einem Baden in einem Waldsee zu tun, sondern da steckt eigentlich ein biochemisches Phänomen dahinter. Und zwar ist es so, dass wir in der Natur in einen Cocktail an sekundären Pflanzenstoffen eintauchen. Das heißt, wir atmen, wenn wir in der Waldatmosphäre sind, atmen wir sogenannte Volatile. Das sind so meistens geruchslose Stoffe, die von den Blättern und von den Wurzeln ausgehen. Ja. Die atmen wir vor allem jetzt in der Frühlingszeit und in der Sommerzeit, wenn die Sonneneinstrahlung relativ hoch ist. Und deswegen wird das Waldbaden auch als Baden in der Waldluft bezeichnet. Und das ist der primäre Effekt, sage ich mal, der dem Waldbaden zugrunde liegt. Und erstmals wurde das von Dr. Professor Qing Li entdeckt, beziehungsweise was heißt entdeckt? Also er macht dazu gerade die Forschung in Japan. Das heißt, es ist ein Ansatz, der aus der Nähe von Tokio entsprungen ist, in so einem Old Growth Forest, der ist schon über 300 Jahre alt, wo dann überall so riesengroße Zypressen wachsen. Und da hat das Waldbaden früher seinen Ursprung gefunden. Das heißt, der Staat war quasi vom Ministerium, also vom japanischen Ministerium gesetzt. Das war so in den 1980ern, wo man intuitiv gesagt hat, wir müssen aus diesen Megacities raus, also weil rund um Tokio sind einfach unfassbar viele Menschen und unfassbar schnelle Reize durch die Stadt. Und dann hat man gesagt, wir müssen die Menschen versuchen, irgendwie raus ins Grüne zu bringen, weil das scheint irgendwas mit unserer Gesundheit zu tun. Und so hat dann 2004 die Forschungsgruppe unter der Leitung von Qing Li angefangen, die ersten körperlichen Messparameter zu erheben. Das heißt, man hat gesehen, okay, das, was wir intuitiv spüren, dass es uns im Wald irgendwie besser geht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir unseren Stress ein bisschen besser ablegen können, hat auch ganz, ganz messbare körperliche Parameter. Das heißt, wir können zum Beispiel anhand von Cortisol feststellen, dass unser Stresshormonspiegel sinkt. Wir können feststellen, dass unser Gehirn, also insbesondere der präfrontale Kortex, anders durchblutet wird. Das heißt, das ist vor allem das Areal, was für das Denken und für das Ratio sozusagen verantwortlich ist. Mhm. Und es zeigt, dass wenn dieser Bereich weniger stark durchblutet wird, dass wir vom Denken eine kleine Pause bekommen. Das heißt, wir schaffen es mal dieser ganzen Informationsverarbeitung, die auf uns einprasselt, mal eine Pause zu geben. Wahnsinn. Toll. Und das alles nur, was sind denn das für Stoffe, die die Bäume speziell jetzt auch gerade im Frühling aussenden? Sind das irgendwelche Botenstoffe? Weil ich habe mal gehört, Bäume kommunizieren miteinander. Hat das damit was zu tun? Genau, so im Wald ist es so, wir verstehen ja Kommunikation. Also eins vorweg, so die ganzen Themen sind noch viel, viel umfangreicher. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, also mit dem Cortisol und mit der veränderten Gehirnaktivität. Das sind nur zwei Beispiele. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist so, dass wir eine Art der Kommunikation haben, so wie du es gerade beschrieben hast. Und bei uns ist aber die Kommunikation meistens die Sprache.
Und im Wald ist es so, dass eine Kommunikation wie so ein, wie bei so einem Sender-Empfänger-Modell funktioniert. Mhm. Das heißt, dass der Austausch, also das Austauschmedium, ist bei uns Menschen die Sprache und vereinfacht dargestellt, wenn man sich jetzt die ganze Biochemie mal beiseite schiebt, kann man quasi das, die Volatile oder diesen, diese Phytonzide, die ausgeschüttet werden von den Bäumen, kann man als Sprachmedium sozusagen gleichsetzen. Das heißt, es entspricht quasi einer Art, einer Form der Kommunikation im Sinne einer ja, Sender-Empfänger-Geschichte. Das heißt, ein Baum sendet und ein anderer empfängt. Und das Schöne dabei ist, ich habe auch noch ein Buch dazu mitgebracht, das kann ich euch gleich mal zeigen, dass unser Immunsystem, und da sind wir bei einem dritten ganz wesentlichen Effekt, dass unser Immunsystem genau diese Stoffe, das sind vor allem Beta-Limone, das sind so ganz spezifische Stoffe, die von den Bäumen ausgehen, vor allem in Mischwäldern, also das heißt da, wo Laub- und Nadelbäume wachsen, dass unser Immunsystem diese Stoffe entschlüsseln kann. Das heißt, unser Immunsystem reagiert unter anderem auch auf die Waldluft. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark. Okay. Ich hätte jetzt gerade auch, oder mir lag die Frage auch schon auf der Zunge, ob es einen Unterschied macht, welche Bäume oder so. Also ich weiß noch, wir hatten damals in der Ausbildung bei Academy hatten wir eine, ich nenne es jetzt mal Kräuterhexe, mit dabei. Und die hat uns erzählt, dass es irgendeinen Baum gab. Ich vergesse es immer wieder, schade auch. Dass es irgendeinen Baum gibt, bei dem erwiesenermaßen ist, dass der zu bestimmten Jahreszeiten so starke Botenstoffe ausstößt, dass die beim Menschen halluzinogene Wirkung erreichen, wenn man sich direkt unter diesem Baum für längere Zeit aufhält. Mhm. Fand ich total spannend. Macht das einen Unterschied tatsächlich, ob ich jetzt vor einem Ahorn stehe, einer Kiefer, einer Eichel oder sonst irgendwas? Oder ist es tatsächlich eher so dieses Mischmasch, das Sammelsurium? Oder ist es vielleicht ganz schlau, sich hier Baum XY in den Garten zu stellen, damit man immer wieder einen bestimmten Effekt erreicht? da bist du gerade tatsächlich ganz an der Forschungsfront. Also die letzte Studie, die letzte Studie zu dem Thema wurde ganz frisch veröffentlicht, also die ist von 2018. Und zwar hat man da versucht herauszufiltern, welche Baumarten wir ganz enorm reagieren. Und das, was man auf jeden Fall sagen kann, also einige Ergebnisse sind nicht ganz signifikant, aber es gibt auf jeden Fall, kann man felsenfest sagen, dass die Baumarten, die bei uns in unseren Breitengraden wachsen, vor allem diese Mischwälder, also die Kombination aus Laub und Nadelgewächsen, trägt massiv dazu bei, dass wir dass wir diese körperlichen Reaktionen eben zeigen. Das ist so der Haupteffekt. Es gibt gleich noch ein paar andere Mechanismen, die hinter dem Waldbaden stecken. Aber das ist so der gängigste Hauptmechanismus, der gerade weiter erforscht wird. Das heißt, mit der Frage, die du gerade gestellt hast, die hättest du jetzt auch Quing Lee stellen können und der hätte im Grunde genommen genau das Gleiche gesagt. Er hätte gesagt, naja, es gibt ganz klare Tendenzen, dass zum Beispiel Zypressen, also weil diese ganzen Forschungen sind vor allem in Zypressenwäldern entstanden, dass Zypressen definitiv einen sehr, sehr starken Einfluss auf unser System haben. Aber dass vermutet wird, dass auch Laubbäume und Nadelbäume diese Effekte bewirken. Und das Schöne dabei ist, dass dadurch, dass die Nadelbäume auch immer grün sind, tritt dieser Effekt, wenn auch deutlich weniger, im Winter ein. Das heißt, im Winter müsste man eigentlich hingehen und sich so ein bisschen Rinde von dem Baum abmachen und dann an der Rinde riechen, weil der Baum eben nicht mehr so viele Stoffe abgeben kann, weil die Stoffabgabe vor allem durch die Sonneneinstrahlung bedingt wird. Das heißt, man sieht das sogar manchmal über dem Wald, dass so ein blauer Film über dem Wald schwebt. Und das ist quasi das Sichtbare, wenn man von oben drauf gucken würde, die sichtbare Decke, eine Art Kuppel von Terpenen, die sich da absetzt quasi.
Schon wahnsinnig schon spannend. Wahnsinn. Hauptsache, also bitte jetzt nicht massenhaft in den Wald rennen und lasst die Bäume heile, liebe Zuhörer. Lasst die Bäume heile. Aber auf jeden Fall spannendes Ding, finde ich. Ja, vor allem, das ist ja jetzt alles über die Atemluft, ne? Also ich begib mich in den Wald und ich habe immer so das Phänomen, ich betrete den Wald und fühle mich sofort geborgen. Und ich liebe diese Farbe Grün. Ne? Also ich weiß auch, dass Grün auch visuell auch eine beruhigende Wirkung hat und dass die Luft auch ganz toll ist. Aber wie ist das denn, wenn ich mich jetzt generell im Wald bewege? Also wir sind ja die Barfußspezialisten. Würdest du sagen, es macht auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt tatsächlich mich mit viel freier Haut durch den Wald bewege oder doch eher angezogen? Gibt es da auch noch einen Unterschied zu dem Effekt? Mhm. Definitiv. Und da habe ich auch mit einem Physiotherapeuten, auch im Ruhrpott tatsächlich, schon mal das Gespräch gesucht. Der Physio heißt Peter Blum. Und er ist Aromatherapeut und er hat tatsächlich auch zwei sportwissenschaftliche Studien mit betreut, weil er hat dann Patienten gut zur Verfügung gestellt, sage ich mal, also Schmerzpatienten, die wirklich manifeste Schmerzprobleme haben. Und man hat dann, das waren alles primär Patienten, bei denen sehr hohe Stressmarker indiziert waren. Das heißt, die haben eine sehr niedrige Herzratenvariabilität zum Beispiel gehabt. Das heißt, dass der Sympathikus sehr stark aktiv ist. Also der Sympathikus ist so der, der uns breit macht in so einen Leistungszustand reinbringt. Mhm. Wenn der aber dauerhaft aktiv wird, gerät das ganze vegetative Nervensystem aus der Balance. Und bei den Menschen konnte man genau das feststellen und man konnte zeigen, dass sogar Leute, die barfuß durch den Wald gegangen sind, im Vergleich zu Menschen, die Schuhe anhatten, deutlich stärkere Ausschläge in der Herzratenvariabilität hatten. Das heißt, die Vermutung, das ist noch nicht eindeutig belegt, ich will da auch nicht irgendwas behaupten, was vielleicht nicht stimmt, aber die Vermutung ist da, dass wir, es gibt ja das Phänomen der Erdung zum Beispiel, also das heißt, dass wir auch das ist ein bisschen komplexer, weil die Mechanismen noch nicht eindeutig geklärt sind. Es hat auch was mit dem negativen Ionenaustausch zu tun. Also es gibt so Air Ions, also Luftionen. Gleichzeitig kann man aber auch, das glaube ich, kann man schon pauschalisieren, dass man sagen kann, man nimmt ganz viele Informationen auch über die Füße auf. Und der Peter macht das tatsächlich auch aromatherapeutisch, dass der Menschen an gewissen Stoffen riechen lässt und wenn die darauf eine positive Reaktion zeigen, dann nutzt er das Ganze in der Therapie als Massageöl. Das heißt, er reibt den Menschen dieses Öl in die Fußknöchelchen rein und man kann dann auch da sehen, okay, die Leute haben eine veränderte sympathovagale Balance. Das heißt, die haben eine veränderte Aktivität im Sympathikus und im Parasympathikus. Wahnsinn. Das zeigt halt auf jeden Fall, dass es da eine Tendenz gibt. Und ich glaube, die andere Tendenz ist natürlich die, dass wir über unsere Füße, ich stecke halt gerade auch in der Physiotherapie in dem Fuß sozusagen drin, dass wir über die Füße ganz wichtige Sinnesinformationen auch aufnehmen. Ja. Das heißt, wir werden achtsamer. Wenn wir barfuß durch den Wald gehen, werden wir natürlich in unserem Gangbild sehr viel bewusster, weil wir viel mehr wahrnehmen. Das heißt, der Fuß ist ein Sinnesfühler. Und weil ja auch eventuell Gefahren bestehen, weil es tut halt auch kacke weh, wenn man irgendwo in eine Kastanie tritt. Ja, ne? Maronen, da war doch was. Da war doch. Ja, nein, ja, absolut. Interessant finde ich jetzt gerade Thema Erdung hatten wir, oder habe ich auch immer wieder, oder ist mir immer wieder begegnet und ich habe immer gedacht, Mann, boah, was ist da wirklich dran? Ich habe tatsächlich auch schon irgendwelche Internetartikel gefunden von, das ist nachweisbar durch Messung und dann aber auch wieder widerlegt, weil eigentlich nichts Messbares. Hast du gerade aktuellen Stand der Dinge? Findet wirklich ein messbarer Austausch von Elektronen, Ionen, sonst irgendwas zwischen Körper und Erde statt? Weil es gibt ja sogar Schuhmarken, die extra Kupfernägel in ihre Schuhe einbauen, damit der Mensch da frei sich erden kann.
Es gibt ja, ich habe tatsächlich auch die Xero-Shoes. Ich weiß nicht, ob die auch so einen Erdungspuck oder sowas haben, aber Nein. ich bin mir nicht ganz so sicher, was da der Wirkmechanismus ist, beziehungsweise was jetzt das Thema Erdung angeht. Da müsste ich mich selber auch nochmal reinlesen, weil ich mich mit dem Okay. Thema Erdung per se noch nicht so viel beschäftigt habe. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich kann mir gut vorstellen, dass wir über unsere Haut und über unsere Poren definitiv auch Stoffe aufnehmen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass der Effekt der Wahrnehmung und der Körperwahrnehmung, und da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen gleich darauf zu sprechen kommen, wie wir das Waldbaden verstehen, Ja. dass der Effekt der Körperwahrnehmung definitiv nicht zu unterschätzen ist, weil wenn Menschen anfangen, barfuß durch den Wald zu gehen, dann spüren sie ihren Körper auf eine andere Art und Weise. Und das macht halt ganz viel im körperlichen Erleben. Und die Füße sind dafür, das weißt du am besten, die Füße sind dafür gemacht, die Umwelt zu erforschen. Und das ist das, was wir im Alltag eben, dadurch, dass wir die in Schuhe pressen, die zu eng sind und die eine dicke Schaumstoffsohle haben, ist natürlich der Fuß nicht mehr in der Lage, Sinnesinformationen aufzunehmen. Und wir gehen schnell und registrieren halt nicht den Impact, den das schnelle Gehen hat. Das führt natürlich, wenn man das über Jahre macht, irgendwann zu nicht nur zu Schmerzproblemen, sondern auch zu einem, ich sag mal, einem Phänomen der Rastlosigkeit. Und Ja. das heißt, wir sind sehr schnelllebig heute. Also wir gehen von Termin A nach Termin B und von Termin B zu Termin C und am Ende ist die Zeit rum, sozusagen. Ja. Ja, und vor allem ist es ja auch tatsächlich so, wenn man sich, egal wo man sich barfuß bewegt, ganz global, man nimmt ja immer ein Sinnesorgan mit hinzu. Weil Ja. im Regelfall sieht man und hört man, vielleicht schmeckt man das eine oder andere und riecht man. Aber in dem Moment, wo man barfuß geht, egal wo man sich lang bewegt, nimmt man den Tastsinn mit. Und ich persönlich habe zum Beispiel eine ganz andere, ganz neue Umgebungswahrnehmung dadurch erhalten, unabhängig davon, wo ich mich bewege. Also ich kann mich quasi noch genau daran erinnern, wie der Gehweg auf dem Times Square sich barfuß angefühlt hat. Und das kann ich besser, als mich daran zurückerinnern, wie er gerochen hat. Sage ich jetzt mal so schön, ne? Also und das ist tatsächlich etwas, was egal wo ich barfuß lang gehe, das kann man sich sehr gut dann über diesen Eindruck noch zusätzlich zu seinen anderen Sinneseindrücken mitnehmen. Kann ich so unterschreiben, dass das halt noch ein zusätzlicher, gerade dann natürlich im Wald. Es ist das Schönste überhaupt. Barfuß durch die Natur ist natürlich tausendmal angenehmer, als irgendwo durch was Menschengeschaffenes zu laufen. Keine Frage. Und da kommen, also ich finde, um da vielleicht noch anzuknüpfen, da finden auch ganz viele Prozesse mehr statt. Also das hat ja auch, ich sag mal, in unserem Körper sitzen ja nicht umsonst. Also wir hatten jetzt das Thema der Haut in der Physiotherapie. Und gerade auch in der Haut sitzen ganz viele Thermorezeptoren. Ja, das heißt, dass auch nicht nur von dem Hintergrund von mechanischen Reizen, die wir einfach brauchen. Ich bin da ein Riesenfan von Katie Bowman, weil also Katie Bowman hat diese mechanischen Stimuli beschrieben, also das Phänomen der Mechanotransduktion, dass wir einfach gewisse Reize brauchen, um unseren Fuß wieder in die richtige Form zu bringen. Also das heißt, der Fuß ist ja ursprünglich von der Geburt aus eine V-Form. Und wir haben aber auch wenn wir uns unterschiedlichen Temperaturen aussetzen, das heißt im Winter barfuß durch den Wald gehen, was jetzt Hardcore ist, aber ein ganz anderes Temperaturempfinden, wie wenn wir im Frühling durch den Wald gehen und wenn wir im Sommer durch den Wald gehen. Das heißt, auch die Thermorezeptoren und die Temperaturregulation, die passt sich ja mit an. Das heißt, wir sind auch da anpassungsfähig. Und auch das ist ein Problem, weil wir in klimatisierten und mit Heizung betriebenen Räumen sitzen. Das heißt, auch da gerät irgendwie unsere Temperaturregulationsfähigkeit gerät aus der Balance, weil wir es nicht mehr machen. So. Ja,
Und wir übertragen das nach draußen, ne? Also jetzt, wo der Frühling zwischendurch schon sich ordentlich mit guten Temperaturen gezeigt hat, dann siehst du trotzdem noch draußen die Leute mit Schal und dicker Daunenjacke rumrennen, ne? Ja. Die Menschen richtig, kleiden sich nach dem Datum und nicht nach den Anforderungen der Umwelt. Das ist leider immer wieder so. Naja, aber ich meine, das ist ja dann was, was auch wiederum Potenzial, auch therapeutisches Potenzial besitzt. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir uns natürlich wieder gerade durch das Barfüßige, durch den Wald gehen, genau diesen unterschiedlichen Temperaturen bewusst aussetzen können. Damit auch wiederum das Immunsystem stärken. Ne? Das heißt, das hat alles Einfluss natürlich auch auf die Art und Weise, wie unsere weißen Blutkörperchen im System schwimmen, sozusagen. Ist das eigentlich auch genau eure Philosophie, dass wenn Waldbaden, dann auch bitte barfuß? Oder gibt es da auch Ausnahmen oder Unterschiede in eurem Konzept? Also von der Herangehensweise versuchen wir Menschen erstmal in dem Kontext in der Komfortzone zu lassen. Also das heißt, wir sagen nicht direkt, zieht bitte eure Schuhe aus, das ist ein ganz wichtiges Phänomen. Es gibt allerdings Einladungen, wo wir eben, weil ich der Überzeugung bin oder weil wir der Überzeugung sind, dass der Fuß einfach für das sinnliche Wahrnehmen gemacht ist, bietet der Wald natürlich ein abwechslungsreiches Terrain. Das heißt, wir wollen natürlich ganz bewusst irgendwo den Fuß auch ansprechen, versuchen dann auch über den Fuß wahrzunehmen. Und dann laden wir natürlich schon dazu ein, wenn es um so Fühlaufgaben geht, also wir fühlen viel mit den Händen. Es gibt aber auch Übungen, wo man natürlich mit den Füßen fühlt. Mhm. Und dann hat man, viele sind dann auch relativ schnell offen und also so die meisten sind dann, zögern gar nicht, sondern sagen, oh, das fühlt sich gut an, ich würde das gerne probieren. Und also das ist unsere Erfahrung, die wir bisher hatten, dass das sehr gut angenommen wurde, dass da auch die Hemmschwelle nicht so groß ist im Wald, die Schuhe auszuziehen. Aber es ist kein fester Bestandteil vom Waldbaden per se. Also das heißt, so oder so habe ich im Wald so viele positive Effekte, sage ich mal, dass ich da auch mit Schuhen durchgehen kann. Also es ist natürlich in der Wahrnehmung was anderes, aber es ist kein Muss, sage ich mal. Ja. Was macht Waldbaden zum Waldbaden? Also was ist anders als ein Waldspaziergang? Wenn ich von A nach B durch den Wald gehe, ist ja ein Waldspaziergang, aber kein Waldbaden. Trotzdem nehme ich ja dann auch diese Stoffe mit. Wo liegt da der Unterschied? Oder was ist der bedeutende Unterschied, dass man das jetzt extra Waldbaden nicht nur nennt, sondern sogar so speziell anbietet? Also das ist eine Frage, die kommt sehr, sehr oft. Und die Antwort ist meistens die Geschwindigkeit, mit der ich da durchgehe. Das ist meistens sehr, sehr simpel. Und die meisten Menschen kennen diese Art der Geschwindigkeit. Das ist ganz erstaunlich. Die meisten Menschen kennen die Art der Geschwindigkeit, mit der wir da durchgehen, gar nicht mehr. Das heißt, für viele ist es sogar, also viele, am Anfang sagen viele, vielen ist es unangenehm, so langsam durch den Wald zu gehen. Das zeigt einfach, wie schnell wir in unserem Alltag sind. Und das ist eigentlich schon die, um es sehr einfach zu halten, da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, aber die Langsamkeit, mit der ich, und die Bewusstheit vielleicht auch, mit der ich durch die Natur gehe. Das heißt, natürlich setze ich mich auch, wenn ich zum Beispiel begeisterter Waldläufer bin. Es gibt ja auch die Freiläuferbewegung, auch von der Barefoot Academy. Also wenn ich begeisterter Waldläufer bin oder Freiläufer, setze ich mich natürlich auch der Waldatmosphäre aus. Das heißt, es ist natürlich schon mal ein erheblicher Unterschied, ob ich in der Stadt laufen gehe oder ob ich im Wald laufen gehe. Ja, ich gehe auch eigentlich nur noch im Wald. Also ich mache Trail im Wald, weil Betonwüste hoch runter ist mir zu doof. Ich mache es auch tatsächlich nicht mehr anders. Ich fahre hier mal in den nahegelegenen Wald und dann kreuz und quer durch den Wald durch, weil schöner ist. Und der zweite Mechanismus, wenn ich eben in diese Langsamkeit komme, habe ich natürlich die Möglichkeit, besser wahrzunehmen. Das heißt, ich kann mich meinen Sinn viel besser mit einer viel, viel größeren, ich mag das Wort, in dem Kontext das Wort Achtsamkeit nicht so, weil es momentan sehr stark, also die ganzen Achtsamkeitspraxen gehen ja auch momentan richtig, richtig durch, was eine gute Bewegung ist. Ja. Aber ich würde immer das Wort der Bewusstheit, das heißt,
Welcher Sinne werde ich mir überhaupt in meinem Alltag bewusst? Was höre ich um mich herum? Was sehe ich? Was kann ich vielleicht riechen? Wie fühlt sich die Luft auf meiner Haut an? Wie fühlt sich der Untergrund an, über den ich gehe? Wie fühlt sich das an, wenn ich für 3 Stunden ohne ein Smartphone in der Hand durch den Wald gehe und das vielleicht auf den Flugmodus schalte, weil ich es gerade nicht brauche? Und das ist im Wesentlichen eigentlich der Unterschied und die ganz klare Einladung auch zu schlendern. Also das ist so ein, oftmals haben wir ein ganz klares Ziel vor Augen. Das heißt, ich möchte 10 Kilometer laufen. Ich möchte 15 Kilometer laufen. Ich möchte durch den Wald, weil am Ende des Waldes liegt meine Arbeit. Oder ich möchte durch den Wald, weil ich mache eine kurze Abkürzung, vielleicht auf dem Weg zu einem Freund oder zum Einkaufen. Aber beim Waldbaden geht es vielleicht mehr um das Ziellose. Das heißt, ich mache das um der Sache willen. Das heißt, ich gehe in den Wald, weil ich nicht die 10 Kilometer laufen möchte, sondern ich gehe durch den Wald vielleicht für sogar eine ganz kurze Strecke nur, weil ich den Wald mit allen meinen Sinnen so viel wie möglich aufnehmen möchte. Ich möchte mich ganz bewusst in dieses Netzwerk, also wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ein kommunizierendes Netzwerk ist, in das wir eintauchen, dann ändert sich auch für das sinnliche Wahrnehmen ganz viel. Und es muss nicht esoterisch sein. Also der Hauch zur Esoterik ist meistens irgendwie da. Also ganz oft kriegen wir auch die Frage gestellt, wie ist das was Esoterisches? Aber es muss nicht dieses Esoterische sein, sondern es ist nur die ganz simple Einladung, mit einer sehr starken Langsamkeit und Bewusstheit durch diesen Raum zu gehen. Dieser fast schon Vorwurf, es ist alles ja Esoterik, bringt ja nichts und tut ja nichts. Den hört man ja leider, was das Thema angeht, sehr oft und ist ja auch tatsächlich oftmals ein Vorurteil, dass dann so, die gehen jetzt Bäume kuscheln oder die schmeißen sich gegenseitig mit Laub. Ja, ja. Ja, genau. Auch schon verrückte Sachen erlebt. Ja, ja, und vor allem auch verrückte Sachen gehört. Ne? Ja, esoterischer Schnickschnack, Nonsens. Haben wir ja übrigens ganz lustig. Wir haben ja mit dem Pelle gesprochen, das war ja die letzte Folge, und der hat auch ja beim Thema Laufen dann dafür plädiert, dass man eben ziellos läuft, also in der Form, dass man eben nicht läuft, weil man so und so schnell sein will, so und so weit laufen will oder sonst irgendwas, sondern einfach läuft um des Laufens willen und schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Also ist ja auch das Ziellose eben einfach nur den Moment genießen, im Jetzt hier sein und das jetzt und hier ganz bewusst und ja, erleben einfach. Und das ist die Essenz, also vor allem, das ist auch eine ganz wichtige Essenz vom Waldbaden, vor allem, weil wir zumindest in den praktischen Kursen nicht, also in den 3 Stunden, nicht ein einziges Mal einen Baum umarmt haben. Also um da vielleicht mit dem Klischee auch mal aufzuräumen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Waldbadenanbieter gerade, die das auch bewusst machen. Wir haben es bisher noch nicht gemacht. Wir haben es jetzt aber tatsächlich das erste Mal in das Waldbaden-Online-Programm mit aufgenommen, nennen das aber auch nicht Baumumarmung, sondern es geht darum, den Baum zu ertasten und zu erfühlen. Das heißt, das Haptische mit der Hand steht da mehr im Vordergrund. Und das zeigt für uns, wir möchten versuchen, das Ganze so, ich will nicht sagen, so, es soll ja nichts Trockenes sein, es soll was Lebendiges, es ist was sehr Lebendiges, es ist auch was sehr Achtsames oder was sehr Bewusstes, aber es hat eben in keiner Minute und an keiner Sekunde was Esoterisches, sondern es ist was, was eine ganz klare Ressource bildet. Also ich habe eben, als Yvonne gesagt hat, ich mag die Farbe Grün und ich fühle mich im Wald geborgen. Das sind ganz zwei wichtige Beschreibungen, die du da eigentlich schon intuitiv gegeben hast, weil das melden uns ganz, ganz viele Menschen zurück. Und es gibt tatsächlich auch dafür Theorien wiederum. Das heißt nicht, dass wir alles theoretisch untermauern oder beweisen wollen, aber es gibt eben diese Ansätze, von Roger Ulrich,
so heißt er. Der hat ganz früh eine psychoevolutionäre Theorie aufgestellt. Und auf der Grundlage gibt es auch von Clemens Arve ein Buch, das heißt Der Biophilia-Effekt. Also für alle, die das Thema interessant finden, das ist ein sehr, sehr tolles Buch, was ich auch selber ein, zwei Mal gelesen habe. Und in diesem Buch schreibt auch Clemens Arve über die psychoevolutionäre Theorie. Und in dieser psychoevolutionären Theorie wird besagt, dass unser Gehirn, insbesondere die tieferen Zentren, also das heißt das Stammhirn und das limbische System, das ist so das Reptiliengehirn, das heißt, das ist das Areal, was mit der Natur gewachsen ist, dass dieses Areal sich in der Natur zu Hause fühlt. Auch das kann vielleicht esoterisch klingen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr durch die Forschung, die momentan auch passiert, ist das sehr anschaulich nachweisbar, dass da eben auch auf der Ebene des Nervensystems eine massive Veränderung stattfindet. Es gibt ja viele Bereiche, wo das Thema Farbcodes eine Rolle spielt. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, dass man ja auch schon nachgewiesen hat, dass einige Farben beruhigend wirken, aggressionshemmend und dergleichen mehr. Beispiel, das jetzt völlig in eine andere Kerbe geht, ist aus dem Gefängnisbereich. USA Gefängnisse haben früher immer orangefarbene Sträflingskleidung gehabt. Einfach um, wenn die geflohen sind, sie schneller zu finden, weil dieses Orange halt, dieses leuchtend Orange war. Und hat man halt festgestellt, dass dieses Orange relativ kontraproduktiv ist, weil es oftmals eher dazu führt, dass die Leute überreizt werden, aggressiv werden. Und deswegen ist man über Thema Farbcode dazu übergegangen, rosa zu nehmen. Die Gefängniswände sind viel rosa und die Kleidung teilweise auch rosa Farben oder Pastelltöne auf jeden Fall, weil man festgestellt hat, dass diese Farbcodes aggressionshemmend sind. Also von daher ist jetzt alles, was das Thema Farbcodes angeht, gar nicht so viel, dass man das als Esoterik abtun sollte, sondern da ist unheimlich viel tatsächlich, wo der visuelle Reiz ist für den Menschen ganz, ganz entscheidend. Und da können Farben eine enorme Rolle spielen. Ja, ich komme ja eigentlich aus dem Marketingbereich und da kann ich auch ein Lied von singen. was Farben doch tatsächlich in Werbung und Co. Bezwecken. Ne? Also, ich sag nur, blau macht glücklich. Ja, genau. Blau macht glücklich. Ja, das ist so. Und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar gibt es auch inzwischen, also der Effekt wird zum Beispiel auch der Savannen-Effekt genannt. Das heißt, dass unser Gehirn, unser Nervensystem sich vor allem in den Gebieten oder in den Arealen wohlfühlt, in denen wir eine sehr gute Übersicht, also das heißt, in denen wir sehr weit gucken können. Das kennt eigentlich jeder von uns, wenn wir irgendwo sind, wo wir ganz weit in die Ferne gucken können. Also die Berge sind vielleicht das beste Beispiel dafür. Dass wir automatisch, ohne dass wir irgendwie einer Person eine Atemübung geben müssen, dass wir automatisch hingehen und wir atmen tiefer ein. Und das ist vielleicht sogar mit einem kleinen Seufzer verbunden, weil wir diesen Moment nutzen können, wir spüren unseren Körper, wir gucken in die Ferne und unser Nervensystem fährt ein bisschen runter. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch im Waldbaden versuchen aufzugreifen. Und das kann tatsächlich jeder für sich auch mal ausprobieren. Zum Beispiel, es gibt eine Sitzplatzpraxis, die man am besten da macht, wo man ganz weit gucken kann. Und wenn man sich gerade in den eigenen vier Wänden sehr stark, das ist eigentlich das beste Beispiel zu der Corona-Zeit, wenn man sich in den eigenen vier Wänden ein bisschen gefangen fühlt, sage ich mal, ist es sehr hilfreich, rauszugehen und sich da mal hinzusetzen, wo man weit gucken kann. Es muss noch nicht mehr unbedingt ein Bezirk sein oder ein Naturareal sein, sondern es reicht halt aus, wenn man aus dem Fenster vielleicht gucken kann, in den Himmel zum Beispiel oder in die Ferne. Das verändert in der Stresswahrnehmung und im Stresserleben ganz viel auf jeden Fall. Und das bekommen wir oder haben wir in den Waldbädern von Teilnehmern auch zurückgemeldet bekommen, dass
wenn man den Blick so ein bisschen schweifen lassen kann, zum Beispiel, dass das in dem Stresserleben einiges verändert. Das heißt, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir wieder einen Weitblick. Das heißt, wir kommen aus den Scheuklappen so ein bisschen raus und kommen in die Peripherie, in das periphere Sehen sozusagen rein. Mhm. Ich hätte das jetzt gerade tatsächlich assoziiert mit hier, Natur ist immer noch in der Birne drin. Ne? Da, wo ich nicht weit blicken kann, kann ich nicht zur Ruhe kommen, weil mein Feind irgendwo auch lauern kann. Mhm. Ne? Irgendwo hat der Mensch ja nun mal noch im Hintergrund, dass der Säbelzahntiger hinter der nächsten Ecke lauert, auch wenn der nicht mehr so ganz in unseren Breitengraden unterwegs ist. Und das Letzte ist vielleicht auch, dass ich fahre zum Beispiel gerne in die Eifel. Mhm. Wenn mir mal irgendwie die Decke auf den Kopf fällt, dann fahre ich gerne nach Dahlem zum Beispiel. Ich war ganz, ganz häufig in der letzten Zeit dort, um einfach da komplett rauszugehen. Und da gibt es auch wiederum Theorien, die zeigen, dass dieses Gefühl des Wegseins, das heißt, es gibt eine räumliche Trennung von dem Ort der Arbeit zum Beispiel. Oder es gibt eine räumliche Trennung von den eigenen vier Wänden. Das ist immer mit einem, für viele oftmals mit einem Abenteuer verknüpft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich zum Beispiel früher meinen Großeltern immer campen war oder draußen in der Natur war, das war für mich immer ein Abenteuer. Und gleichzeitig hat diese Idee von Wegsein, bringt mich auch wieder ganz viel in eine Stressreduktion rein. Das heißt, es bringt mich auf neue Gedanken. Man kennt das so selber, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, man kann auftanken. Danach ist der Kopf frei. Das ist so die häufigste Assoziation, die ich gehört habe. Also wir haben einige Teilnehmer auch mal was verschriftlichen lassen und ganz oft haben wir gelesen, der Kopf ist leer. Der Kopf ist frei, der Körper fühlt sich leicht an, ich kann durchatmen. Das sind alles so Tendenzen, die wir halt feststellen, die unabhängig voneinander wahrgenommen werden. Und das sind eigentlich ganz klare Tendenzen, dass tatsächlich im Wald irgendwas passiert mit unserem Körper. Mich interessiert da gerade was, wo du sagst von wegen Großeltern, Campen und Abenteuer. Was war für dich so der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, Waldbaden, da werde ich Spezialist drin, das ist genau meins, das berührt mich, das bewegt mich, da muss ich mehr drüber erfahren. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also das erste Mal bin ich, also ich war schon immer viel draußen, ich war immer sehr, sehr viel draußen gewesen und als Kind und auch als Jugendlicher bin ich auch vor allem durch meine Großeltern immer dazu angeregt worden, komm mit, die haben mich immer mitgenommen. Und, was als Generation Gameboy, hallo. Nee, ja, 28, das war schon Generation Nintendo DS, oder? Ich habe oftmals in der ganz intuitiv irgendwie in der Schulzeit, das ging immer weiter, in der Schulzeit auch meinen Rucksack in die Ecke gepfeffert und bin danach, gerade wenn die Sonne da war, bin ich halt raus und auch das macht sich heute auch noch ein bisschen bemerkbar, hier und da auch auf den Baum geklettert, früher als Kind, also viel irgendwo draußen. Runtergefallen. aber die Erkenntnis, dass ich das Waldbaden neben dem Thema Bewegung, weil das ist ja auch noch ein Steckenpferd von uns, dass mich das Thema Natur und Bewegung, diese beiden Elemente, dass mich das so prägt, habe ich eigentlich in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung eigentlich meinem Dozenten zu verdanken. Das ist der Dr. Helge Knigge an der Sporthochschule. Bei dem hatte ich einen Friedhofsleaf-Kurs. Und zwar haben wir an der Sporthochschule natürlich allerhand Kurse gehabt, die sich um Sportinterventionen bei bestimmten Krankheitsbildern widmen, die Einblicke in die Sportorthopädie, in die Neurologie, in die Psychosomatik gegeben haben. Dann gab es auch ein Modul, das habe ich als Profilvertiefung gewählt. Das hieß Prävention durch Naturexposition. Da haben wir ganz abgefahrene Sachen gemacht, die für mich als erstes so überhaupt nichts mit auf den ersten Blick erstmal nichts mit Gesundheit in dem Sinne zu tun hatten. Wir haben zum Beispiel sind wir an den Bauernhof gefahren und haben uns eine Schlachtung von einer Ziege angeguckt.
Wir sind mit dem rausgefahren ins Bergische Land in der Nähe von Köln und haben mit dem 2 Tage in der Wildnis geschlafen. Wir haben da selber Forellen gefangen und haben die mit den Händen ausgenommen, haben die mit Knoblauch und Zitronen eingelegt und haben die abends in Alufolie gewickelt und noch in einem halben Regen noch irgendwie gegessen. Und wir haben auch den Campus an der Sporthochschule ein bisschen begrünt. Das heißt, wir haben Gemüse angebaut, haben so einen kleinen Acker zum Beispiel gemietet und haben das ganze Semester lang, am Anfang des Semesters Gemüse angebaut und haben das am Ende des Semesters oder ein Semester später haben wir das geerntet. Mhm. Und das war dann so, der Dozent war, also das war das Semester, was ich am grandiosesten von dem ganzen Studium fand. Und ich war so begeistert, dass ich ihn dann gefragt habe, ob ich meine Bachelorarbeit bei ihm in dem Bereich Natur und Gesundheit schreiben kann. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt da ist mir eine Zeitschrift in die Hand gefallen in der Bibliothek. Da stand ganz groß drauf Waldbaden. Mhm. Ich habe einfach gedacht, hä, was ist das? Und dann stand da drauf in einem Trend aus Japan. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingelesen und habe dann gemerkt, dass diese ganzen Jahre vorher, in denen ich das intuitiv irgendwie schon gemacht habe, also ich bin immer, als es mir schlechter ging selber oder als ich mal im Stress war oder als wenn ich irgendwie für Prüfungen unfassbar viel lernen musste, bin ich intuitiv immer rausgefahren und ich kam immer mit dem gleichen, ich kam immer mit einem Gefühl von Leichtigkeit und immer mit einem Gefühl von, mein Kopf ist leer und ich fühle mich erholt. So kam ich immer wieder zurück und es hat mich irgendwann gefuchst und ich habe mir dann gedacht, naja, da muss ja irgendwie mehr dahinter stecken. Und das war dann das Interesse, auch das Ganze wissenschaftlich mal aufzuarbeiten. Dann habe ich eine Literaturarbeit zu dieser Thematik gemacht. Das war der Start für den ganzen. Ja, super. Für das Interesse. Jetzt bist du ja nicht nur ein wissenschaftlicher Mensch, sondern auch ein sportlicher Mensch. Würdest du sagen, im Wald Sport zu treiben, also richtig Workout zu machen, wäre jetzt kontraproduktiv oder macht das durchaus Sinn, weil man dann halt auch die positiven Aspekte des Waldes auch dann mit aufnimmt? Definitiv, es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich in einem Fitnessstudio, also da gibt es ganz, ganz viele Antworten auf diese Frage. Das heißt, man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, definitiv, um die kurze Antwort zu geben. Und eine längere Antwort wäre zum Beispiel, wenn man jetzt auch an das Thema Barfuß denkt, der Wald liefert mir unterschiedliche Untergründe, die ich in einem Fitnessstudio und in einem geschlossenen Raum nicht habe. Der Wald liefert mir ganz organisch unterschiedlichste Möglichkeiten, mich körperlich zu betätigen. Ich habe beim Alex noch, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Instagram geguckt und habe gesehen, dass du über einen Baumstamm zu laufen warst, hast du, glaube ich, Barfußschuhe getestet und bist über einen Baumstamm drüber. Genau. Die Folge ist zurückliegend, 1.4. erschienen. Da, für einen Trail oder habe ich die genutzt. Oder das mache ich, deswegen laufe ich gerne durch den Wald. Über Stock und über Stein, auf dem Baum balancieren und dergleichen, eben halt auch was anderes haben als einfach gerade Strecke Beton. Durch die Schlammpfütze und alles wirklich einmal komplett. Ja, das ist das, warum ich im Wald gerne laufe, weil ich eben halt mehr habe als glatten Boden unter den Füßen, sondern wirklich diese Abwechslung in jeglicher Varianz. Also, um da nochmal an Yvonne anzuknüpfen. Ich würde sagen, es hat einen erheblichen Unterschied im Vergleich zu Sport und Bewegung in einem geschlossenen Raum, weil ich eben die Möglichkeit habe, mich ganz auf ganz organische Art und Weise, so wie das der Alex gerade gesagt hat, auf organische Art und Weise durch die Natur zu bewegen. Das heißt, ich bin auch mehr, zum Beispiel mehr in meiner Kreativität gefragt. Mhm. Also ich habe eben nicht die perfekt geformte Kettlebell und die perfekt geformte Langhantel und das Miniband, was mir den perfekten Widerstand gibt, um eine Bewegung zu skalieren, sondern ich habe so ein Phänomen auch der Unsicherheit. Das heißt, ich setze mich, sag ich mal, ich beschäftige mich mit der Welt. Also ich setze mich der Welt ein Stück weit auch aus.
ich setze mich mit der Welt auseinander. Und das ist dieser Bezug zum Alltag ist viel größer. Das heißt, ich kann sehr künstlich in einem geschlossenen Raum ein Krafttraining für eine Person gestalten. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das, wenn die Person aus dieser Blase sozusagen, aus dieser Fitnessblase oder Bewegungsblase in einem geschlossenen Raum wieder rausgeht in ein chaotischeres Setting oder in ein chaotischeres Szenario, was mir keinerlei Informationen oder in erster Linie keinerlei Informationen bietet, was ich da mache. Das heißt, meine Kreativität, was für die körperliche Gesundheit wiederum sehr gut ist, ist viel mehr gefragt, als wenn ich im geschlossenen Raum bin. Ja, auch gerade für die Sensomotorik, ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich mache Liegestütze an einem umgefallenen Baum zum Beispiel, ich habe ja mal erstmal ganz andere Untergründe, die ich ausgleichen muss, ne? Oder wenn ich halt auch balanciere, ich kann ja dort in der Natur mit viel, viel mehr Materialien spielen und mich drauf einlassen, als wenn ich jetzt immer gerade und ebene Flächen habe im Fitnessstudio, ne? Jetzt auch, wenn ich mit Händen arbeite, mit Füßen arbeite oder wenn ich tatsächlich auch mal Sprünge mache im Wald. Also das fällt mir definitiv auch auf. Das hat schon echt einen großen Mehrwert. Ne, und ich denke, wenn man das dann jetzt auch noch verbindet mit der Ruhe und Gelassenheit, die man zwischendurch sich dann auch im Wald nochmal gönnt, dann hat man nicht nur das perfekte Workout, sondern auch tatsächlich noch die Entschleunigung und ist im Hier und Jetzt und geht auch tatsächlich erholter dann nach Hause. Ne? Also man kann die vollen Aspekte des Waldes dann nutzen, die einem da geboten werden. Mhm. Mhm. Und ich habe es, also auch da gab es eine ganz klare Veränderung in meiner persönlichen Praxis. Also ich komme tatsächlich oder habe nach meinem Sportstudium auch in der Sporttherapie und im Personal Training gearbeitet. Ich habe tatsächlich 1,5 Jahre in Köln für einen Personal Trainer auch gearbeitet. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass auch wenn es in Richtung funktionelles Training geht und auch wenn es in Richtung freie Bewegung oder natürliche Bewegung geht, dass diese Bewegungen doch eine sehr starke mechanische Komponente haben. Also es ist so ein bisschen roboterhaft alles. Das heißt, ich habe die perfekt geführte Bewegung, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Kniebeuge denke oder an einen Liegestütz oder an selbst einbeiniges Krafttraining, also es wird ja momentan, ist ja so das einbeinige Krafttraining im funktionellen Training in aller Munde, dass man sagt, stell dich auf ein Bein und arbeite von einem Bein aus. Und selbst da habe ich aber noch nicht die Komplexität und die Abwechslung, für die mein System, Mensch, eigentlich gebaut ist. Das heißt, wir sind einfach als Menschen in unseren Bewegungsfähigkeiten dafür gemacht, uns in komplexe Szenarien reinzubegeben und uns da zu bewegen. Das heißt, vielleicht ist die Frage viel interessanter, wie schaffe ich das Setting für eine Person? Zum Beispiel schaffe ich es, da hochzuklettern oder schaffe ich es, da drunter durchzukrabbeln oder schaffe ich es, wie du es sagtest, über das Hindernis drüber zu balancieren, ohne runterzufallen. Das sind viel komplexere Bewegungsszenarien, die uns erfordern und die uns als ganzen Menschen mehr fordern, mehr fördern, sag ich mal. Es hat einen Unterschied. Ja, definitiv. Super spannendes Thema. Also ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Das ist echt toll. Vor allem, du redest uns richtig von der Seele, ne? Also das, was wir versuchen, irgendwie unseren Kunden nahezubringen und mehr in die Welt zu transportieren, das kannst du alles durch dein Studium und durch dein Wissen tatsächlich auch super gut belegen, ne? Das ist gerade richtig faszinierend, dass es da einen Menschen gibt. Also wir sind ja die ganze Zeit hier am Abnicken, ne? Es ist schade, dass die Hörer das nicht sehen, aber Alex und ich, hier kriegen Nacken. Über alles, was der Jannis sagt, wir sind immer so, ja, richtig, ja, endlich. Ja. Fühl mich schon wie ein Wackeldackel hier. Der Wackeldackel. Also ihr merkt, dass ich da auch für begeistert bin. Und da geht aber auch ein ganz großer... Das ist die zweite Leidenschaft, die habe ich jetzt noch nicht so, es geht ja jetzt hier prima um das Waldbaden, aber ich möchte das vielleicht ganz am Rande noch erwähnen, dass da ein ganz großer Shoutout an den Giulio geht, das ist der Partner, mit dem ich das Projekt oder die Firma ins Leben gerufen habe. Ist das der Parkourläufer oder was? Genau, ja. Und das
dieser Mensch hat mich tatsächlich auch in meiner Bewegungspraxis so geprägt, weil der mich immer, als wir Pausen hatten, hat er mich immer zum Parkour-Trainieren mitgenommen. Ich hab Blut geleckt und habe auch eine ganz starke Veränderung in meiner eigenen Bewegungspraxis erfahren. Das heißt, ich habe auch, wenn ich das jetzt so nennen darf, mehr dieses lineare Training praktiziert, sehr lange auch, und finde es immer noch sehr, sehr wichtig. Also es hat auf jeden Fall einen wichtigen Stellenwert, vielleicht gewisse Bewegungsabläufe und Bewegungsmuster zu trainieren. Aber das, was zum Beispiel die Parkour-Praxis oder die Praxis von natürlicher Bewegung auch noch mehr macht, ist, dass es die mentale Komponente noch mit integriert. Das heißt, das, was ich eben meinte mit dem sich trennen von der Realität, das heißt, Bewegung ist nicht was statisch ist und nur an einem Ort stattfindet, sondern Bewegung findet ständig statt. Es gibt dieses tolle Zitat, Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Und die Anpassung findet 24/7 statt. Das heißt, die Anpassung findet nicht nur im Fitnessstudio statt und danach nicht mehr. Und das Zweite ist, die Anpassung findet nicht nur körperlich statt, sondern auch mental. Das heißt, in der Parkour-Praxis, das ist jetzt sowas, was eine persönliche Sache ist, habe ich auch die Möglichkeit, mich vor mentale Herausforderungen zu stellen. Mich vielleicht auch einer Angst vor Höhe zum Beispiel zu widmen oder mich diesen Ängsten zu stellen, vielleicht über einen glatten Untergrund, das ist vielleicht das beste Beispiel im Wald, mich über den glatten Untergrund zu bewegen und mich dieser Angst zu stellen, da auszurutschen. Und wenn ich es schaffe, eben dieses Erfolgserlebnis zu haben, okay, ich bin nicht nur körperlich resilienter geworden, also widerstandsfähiger, sondern ich habe auch was für mein Angstmanagement, sage ich mal, getan. So. Das ist weitaus ganzheitlicher beziehungsweise holistischer von der Herangehensweise. Ja, und auch ein super wichtiges Thema. Ich habe jahrelang in der Sturzprophylaxe gearbeitet und das kann ich auch so unterschreiben. Das ist so wichtig, dass man sich was zutraut und nicht jetzt Ängste übergeht, aber auch tatsächlich wieder an seine eigenen Grenzen kommt und auch sagt, okay, ich habe jetzt Angst, aber ich probiere es trotzdem aus und habe danach dieses Erleben, okay, ich kann es trotzdem schaffen und ich darf wieder Vertrauen in meinen Körper haben. Na, das ist super wichtig. Vielleicht auch nicht nur Vertrauen in meinen Körper, sondern in mich als ganzheitliche Person. Ich kann mich trauen, das zu tun. Nicht nur vor dem Hintergrund der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern wenn wir jetzt wieder zum Thema Barfuß kommen, ne? Wer noch nie barfuß in die Öffentlichkeit getreten ist, muss sich das auch erstmal wieder trauen. Habe ich zufällig gehört bei eurer Podcast-Folge, glaube ich, Nummer 3, habt ihr dann nämlich auch drüber gesprochen, dass ihr da bei dem einen oder anderen Kunden durchaus den Hemmschuh hattet, boah, barfuß in die Öffentlichkeit, geht das denn? Vor dem Hintergrund kann man ja dann auch schon wieder sagen, ne? Ganzheitlich Grenzen überwinden. Also es ist was natürlich kulturell, also das ist auch echt interessant, gerade in der Therapie sehe ich das ganz, ganz stark. Das Bewusstsein dafür verändert sich, das merke ich auf jeden Fall. Gerade in der Prävention verändert sich das Bewusstsein so ein bisschen. Aber in der Therapie ist es oftmals noch sehr, also ich würde sagen, irgendwie ein Stück weit fast noch schambehaftet irgendwie. Weil viele Menschen, also ganz, ganz viele Physiotherapeuten zum Beispiel, ekeln sich in erster Linie vor Füßen, was ich ein bisschen absurd finde, weil die Füße ein wunderbares Konstrukt sind und ein ganz, ganz tolles Organ eigentlich. Und das Zweite ist auch, dass obwohl die Barfußbewegung zunimmt, dass das in der Therapie oftmals nur ungenügend, also das ist noch eine Thematik, die mich jetzt aus der therapeutischen Perspektive die ich ein bisschen schade finde, dass es in der therapeutischen Perspektive noch nicht so angekommen ist. Das heißt, oftmals wird dann da auch noch mit festem Schuhwerk trainiert, also von ganz vielen Orthopäden höre ich auch immer wieder, dass Einlagen verschrieben wurden und so, solche Sachen, und das ist nicht, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht sonderlich nachhaltig ist.
Wer da nochmal sich ein bisschen so die eine oder andere Meinung anhören möchte, geht noch ein paar Folgen zurück. Da haben wir dann nämlich unser täglich Brot. Unser täglich Brot. Da haben wir die G-Werkstatt zum Thema Einlagen und den Revierdoc, Orthopäde hier aus dem Revier. Da kann man da das ein oder andere nochmal aus der Thematik nachhören. Aber tatsächlich ist es einfach so, auch ob wir erleben das ja, dass halt Orthopäden immer wieder ja das Thema Barfußlaufen oder auch schon Barfußschuhe verteufeln, ganz klar sagen, das geht nicht, da auch den Leuten Flöhe ins Ohr setzen, von wegen, der Mensch braucht mindestens 1 Zentimeter Sohle mit Dämpfelement und Knalle Bocke hat und keine Ahnung. Ganz viele Dinge, die da unterwegs sind, an Meinungen tatsächlich auch. Und ja, das ist tatsächlich auch das Problem, glaube ich, nicht nur bei Ärzten und Physios, und deswegen findet es nicht so oft statt, sondern im Patientenbewusstsein ist das noch nicht so angekommen, das Thema. Vor allem ist es aber bei der Therapeutik, glaube ich, deswegen nicht angekommen, weil man da zu wenig Geld mit verdient. Man kann keine Hilfsmittel verkaufen, wenn man sagt, zieh die Schuhe aus und geh einfach eine Stunde durch den Wald. So, ne? So ganz plakativ dargestellt. Ja, klar. Es ist auch eine Lobby. So. Das heißt, da steckt auch natürlich ein ganz klares wirtschaftliches Interesse. Milliardenbusiness, muss man es einfach mal so sagen. Ne? Ja. Und aber um da vielleicht nochmal anzuschließen, also mein Wunsch ist auch tatsächlich das Thema Bewegung. Ich habe das Thema natürlich, also dieses Wort natürlich, ein bisschen ausgeklammert, weil ich finde, dass eigentlich keine Bewegung unnatürlich ist. Ich glaube, dass jede Bewegung, die der menschliche Körper macht, in jedem Fall natürlich ist, auf seine Art. Mhm. Und ich möchte versuchen, das Thema Bewegung und Waldbaden auch mit in die Therapie zu nehmen. Und da gibt es gerade auch noch eine ganz spannende Bewegung, die ich so ein bisschen verfolge. Die nennt sich Environmental Physiotherapy. Mhm. Die habe ich durch den Thies kennengelernt. Das ist der seine Bachelorarbeit als Physiotherapeut mit einer MS-Patientin geschrieben hat. Mhm. Das heißt, der hat mit der MS-Patientin Nature... Teil eurer Firma im grünen Bereich, nur für die Hörer. Genau. Und der... er hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie er hat das Nature-Based Homework genannt. Das heißt, er hat einer Patientin mit Multiple Sklerose Hausaufgaben gegeben, die mit Naturinterventionen zu tun hatten. Das heißt, sie wurde ganz normal in der Praxis physiotherapeutisch behandelt und betreut und hat dann zur Förderung der Lebensqualität, das war das Ziel, ihre Lebensqualität zu verbessern, weil die Multiple Sklerose eben einen progredienten Verlauf hat. Das heißt, es ist ja eine Nervenerkrankung, die oftmals leider Gottes dazu führt, dass die Motorik im Laufe der Zeit nachlässt. Das heißt, dass das Gehen zum Beispiel irgendwann nicht mehr möglich ist. Und er hat versucht, mit dieser Patientin die Lebensqualität zu verändern, hat da ganz in dieser Einzelfallstudie, die er gemacht hat, ganz interessante Erkenntnisse gemacht, die von der Patientin selber kam. Und es zeigt, dass gerade das Thema Natur und Wald auch mit in die Physiotherapie und generell in die Therapie, nicht nur in die Physiotherapie, sondern auch in die Ergotherapie, in die Logopädie, in die Medizin, das Thema gehört da rein, weil wir eben untrennbar mit diesem Raum verbunden sind. Diese Trennung Mensch-Natur ist halt nur gedacht. Also wir trennen uns gerade durch die Stadt, durch das Aufkommen der Moderne, durch die Medien, die wir haben, trennen wir uns eben von der Natur ab. Aber wir haben die Natur eigentlich noch in uns. Die ist in uns drin. So. Das ist übrigens was, wo du gerade sagtest, hier Natural Movement, natürliches Bewegen, dass du da von diesen Begrifflichkeiten eigentlich abrückst. Weil du sagst, alle Bewegung ist natürlich. Ich nehme den Begriff deswegen immer noch sehr gerne und mache das mit meinen Kunden, Natural Movement, weil für mich geht es nicht darum, Bewegung als natürlich, sondern wieder natürliche Bewegungsmuster wieder zurückzuholen, uns anzueignen, die wir verlernt haben. Deswegen nenne ich es tatsächlich auch immer noch gerne so.
Bewegung. Weil das war zum Beispiel mein größtes Erleben damals bei der Academy, dass ich viele Bewegungsmuster, die eigentlich der Mensch von Natur aus kann, jeder Mensch von Natur aus kann, wenn er nicht gerade von Geburt an mit körperlicher Deformation oder dergleichen beeinträchtigt ist. Und das verlernen wir mit der Zeit, weil wir auf einem Stuhl sitzen, weil wir eben nicht mehr unter einem Baum herkrabbeln oder über einen Baum drüber klettern oder dergleichen. Deswegen finde ich diese Begrifflichkeit Natural Movement insofern immer noch ganz relevant, wenn man es eher aus der Betrachtungsweise sieht, natürliche Bewegungsmuster, die man verlernt hat, wieder zurück abzurufen. Total. Also in dem Kontext kann ich dir auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Also das ist gerade die Komplexität, die das Szenario Natural Movement oder natürliche Bewegung schafft, ist halt enorm. Das heißt, wir sind das, was ich eben auch meinte, sind für das Krabbeln gemacht, wir sind für das Rollen gemacht, die Wirbelsäule ist dafür gemacht, sich in ganz, ganz, ganz großer Komplexität zu bewegen durch den Raum. Die Schultern sind dafür gemacht, zu hangeln. Also ich habe vor kurzem noch einen Artikel gelesen darüber, dass selbst die Augen auf das Klettern spezialisiert sind. Das heißt, okay. Unsere Augen sind dafür gemacht, uns durch komplexes Terrain zu bewegen. Das heißt, wir nehmen für unsere Augen eigentlich sehr, sehr viele Informationen wahr, die auch für unser Bewegungssystem sehr wichtig sind. Das heißt, dass das Klettern zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Und das sieht man tatsächlich bei Kindern, sieht man das am besten. Kein Kind würde auf die Idee kommen, einen Klimmzug zu machen. Wenn ein Kind ein Klettergerüst sieht, dann klettert das da hoch und es klettert wieder runter und dann klettert das wieder hoch und wieder runter. Und das ist die eigentlich natürlichste Art der Fortbewegung, die dann heißt natürliche Bewegung. Es ist ganz sensationell, dass wir das auch wieder aufgreifen, dass das stattfindet, dass wir sagen, geht weg von den Maschinen und geht weg von den eindimensionalen Bewegungen, sage ich jetzt mal, hin in die Bewegungskomplexität. Das macht Sinn. Kinder beobachten beim Bewegen finde ich immer total enorm. Ich beobachte meine Kinder total gerne. Ich versuche meine Kinder so wenig wie möglich in ihrem Bewegungsdrang einzuschränken. Manchmal geht es ja nun mal nicht anders, aber wenn sie dann sich frei bewegen, dann beobachte ich das auch extrem gerne zu sehen, wie mein Sohn oder auch dann meine Tochter völlig von sich aus aufsteht, ohne dabei eine Hand zu nehmen, um sich abzustützen. Einfach, das kann jeder dritte Erwachsene oder jeder zweite Erwachsene kriegt das nicht mehr hin, aufzustehen, ohne eine Hand zu benutzen. Schafft kaum noch einer. Bei Kindern völlig normal, wenn der steht einfach auf. Er hat die Hände voll, steht halt auf. Und das sind so Sachen, da kann man sich wieder diese Bewegungsabläufe schön abschauen. Finde ich total gut immer wieder. Also Kinder sind für mich immer ein Lernfaktor, was das angeht. Total. Ja. Also inspirierend auf jeden Fall. Definitiv. Kinder sind in vielerlei Hinsicht inspirierend, nicht nur was Bewegung angeht, sondern manchmal sollte man als Erwachsener dazu übergehen, mal wieder mehr Kind zu sein. Das hilft auch zu entspannen. Ja, das kann ich so unterschreiben, das stimmt. Janis, wir haben verdammt viel Interessantes heute von dir gehört. Kann Yvonne nur zustimmen, weil wir eigentlich von vor, ich glaube, 15 Minuten gesagt haben, boah, wir könnten noch stundenlang weiterreden und schon so langsam Richtung Feierabend ausschwingen wollten und wir haben trotzdem noch ein Thema gefunden. Aber wir sind jetzt bald schon bei etwas über einer Stunde, oder wir sind schon deutlich über eine Stunde mittlerweile und hätten immer noch wahrscheinlich genug mit dir zu besprechen. Yvonne, brennt dir aber noch was ganz Heißes auf der Seele, was du loswerden möchtest als Frage, bevor ich dich jetzt abwürge sozusagen? Du willst mich abwürgen? Unglaublich. Nein, erwürgen vielleicht manchmal, aber abwürgen nie. Nee, also ich habe tatsächlich die wichtigsten Sachen abgehakt, aber ich finde das Thema einfach mega spannend. Also mich würde es freuen, wenn wir da auf alle Fälle in Kontakt bleiben und vielleicht das ein oder andere Thema einfach nochmal vertiefen. Weil das ist einfach so wichtig und sollte auch tatsächlich in diese Welt transportiert werden. Also von meiner Seite immer wieder gerne. Aber ich denke jetzt hier für Barfuß im Podcast haben wir, glaube ich, alles abgegrast. Oder wie siehst du das? Ich denke wohl auch. Deswegen kamen ja so diese Worte auch von mir. Janis, es ist bei uns
Tradition, dass das letzte Statement immer vom Gast kommen kann. Also, was wow. möchtest du noch unseren Hörern mitgeben, bevor wir uns verabschieden? Also im Wesentlichen, probiert es für euch mal aus. Vielleicht die Natur, insbesondere über einen Waldbad zu erleben und zu entdecken. Und lasst euch dabei insbesondere Zeit. Also das ist so die Kernmessage, mal mit einer anderen Perspektive in diesen Raum reinzugehen. Das heißt, mit der Perspektive, die wir heute so ein bisschen beleuchtet haben, dass der Wald und dass die Natur ein kommunizierendes Netzwerk ist und dass wir eintauchen und mit unseren Sinnen diesen Raum ganz bewusst wahrnehmen können. Und mit dieser Perspektive mal in den Wald zu gehen, das mit einer starken Langsamkeit zu verknüpfen, um mal zu spüren, was das mit dem Körper macht. Das ist, glaube ich, so die wesentliche Message, die ich gerne da lassen würde, das mal für sich selber auszuprobieren. Unterschreiben wir auch so. Absolut. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieses Interviews angelangt. Ich sage extra Interviews, weil wir wollen unsere Zuhörer ja gerne noch mitnehmen in eine Gangmeditation in den Wald. Und geplant war es, dass das am Ende dieser Folge so stattfindet. Oh, kleinen Augenblick, da muss ich mich selbst kurz revidieren. Wir hatten es eigentlich vor, dass wir direkt im Anschluss an dieses Interview euch entführen in eine kleine Gangmeditation mit Waldbaden. Weil dieses Interview jetzt aber wirklich so spannend war, wollten wir es natürlich auch weder unterbrechen noch kürzen. Und weil wir jetzt schon bei einer knappen Stunde oder sogar über einer Stunde liegen, haben wir uns entschieden, wir machen die Gangmeditation mit dem Waldbaden mit euch in einer separaten Folge, die auch jetzt sehr zeitnah als kleines Special erscheinen wird. Einfach dranbleiben, bei uns abonnieren, schauen und bei Instagram und Facebook und natürlich vor allem in unserer Facebook-Gruppe werdet ihr die Ankündigung sehen, wann sie erscheint. Wenn wir es hinbekommen, erscheint sie tatsächlich einfach direkt einen Tag, nachdem dieses Interview hier on air gegangen ist. Also dranbleiben, aufmerksam sein. Gangmeditation und Waldbaden kommt zeitnah als Einzelfolge. Dann sage ich erstmal an dieser Stelle danke, Janis. Ja, wir hören Dank. Hoffentlich voneinander. Wer euch hören möchte und euer Angebot machen möchte oder wahrnehmen möchte, in den Shownotes findet man die Links zu euch, zu Instagram, zum Podcast und dergleichen und von da aus kommt man ganz sicher weiter. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch, dass ihr mir das Sprachrohr hier ermöglicht habt. Das ist echt schön gewesen. Sehr gerne. Ja, tschüss, liebe genau. Hörer. Tschüss. Macht gut. Bitte. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote, Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Du fragst, wo drückst du?
drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf. Hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut. Nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Freak, find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.